Ja, heute können wir gerne das Sascha-Video in uns auch reinziehen. Also jetzt bin ich theoretisch auch in der Laune dafür, mir das Video reinzuziehen. Im Übrigen für alle, die es interessiert, was mit meinem Vlog los ist. Ich wollte den eigentlich heute releasen, aber Kai war den ganzen Tag heute da, deswegen dachte ich mir, ich filme heute noch ein bisschen was mit ihm und ich bringe den Vlog dann einfach am Sonntag. Wer von euch wird sich den Vlog reinziehen? Genau, perfekt, ich dachte es mir. Danke euch, ey, ihr seid die Besten ohne Witz. Also, wir ziehen uns das neue Video von Sascha rein. Ich bin gespannt wie Sack und Hoden. So, let's do it, man. Soll Moin, ist wieder soweit. Heute hat mir Luca nichts vorbereitet, da Luca momentan in der Prüfungsphase sich befindet. Nicht bestanden! Das heißt, heute kommt schon wieder Sascha liest Kommentare. Saftig, knaftig, köstlich, schmöchtlich. An sich irgendwie eine schöne Stimme, haut mich aber jetzt nicht um. Was steht da oben? Bitte lass sie heute meinen Hack gönnen. Ich würde sagen, wir fangen ganz traditionell an mit dem Top. Okay, also wir sehen schon, in dem Video wird hier aggressiv Cash durchgehasselt. Ich wechsle kurz das Objektiv, dass ihr mein Gesicht von einer schöneren Perspektive aus sehen könnt. Das ist eine asozial gute Idee, oder? Wartet ganz kurz, macht euch keine Sorgen. Knaftig, saftig, schmächtig, prächtig. Let's go. Und das Objektiv ist draufgeschallert. Zack, da bin ich wieder back in business und komme mit jede Menge Qualität. Moment, noch ganz kurz, damit ihr kurz den richtigen Look von mir habt. Wartet. Und? Voila. Verliebt. Haare an der Seite glatt, oben lockig, genauso muss es sein, oder? Und wie findest du es, ehrlich? Und wie findest du es? Schon nice, oder? Ich bin's denn. Okay, ich würde sagen, wir sind ready für dieses Video, Freunde. Let's go! Top-Kommentar von der letzten Episode. Let's go! Hat ja wieder gut geklappt mit Sonntags. Dafür heute pünktlich. Zehner. Ich, wie hat Sascha ein 5-Minuten-Video? Sascha, 1 Minute Ventilator-Clip. Oh mein Gott, ich dachte, er blendet es wieder 1 Minute ein, der Keck. Heute ist es aber auch warm. Was ist der Unterschied zwischen Kylo und Saschas Freundin? Mehr Anzeigen. Saschas Freundin ist auch tagsüber nicht zu sehen. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Abgesehen davon, dass dieser Kommentar schon wieder Mobbing ist, habe ich so langsam das Gefühl, ich muss meine Freundin mal in ein Video einladen, damit ihr alle mal eure... Was kann er ansagen? Oh mein Gott, Alter, wenn Sascha ein Video mit seiner Freundin machen würde, wäre ja anders witzig, Digga, ohne Spaß. Oder was? Was hat eine einsame Ziege? Mehr Anzeigen? Und auf den Schock! Ach, Digga, diese Jokes, Digga. Sag mal, bin ich hier im Kai Pflaume Mietzent Club oder was? Lass mal in die Werbung. Mein RTL! Okay, wir sind gespannt auf Sascha seine Werbung, die muss nämlich asozial reinschallern. Ziel, erstelle eine einzigartige, ansprechende, witzige und überzeugende Integration, welche die Zuschauer anregt, neue Abonnenten von NordVPN über deine URL zu werden. NordVPN hat superschnelle Server, 5500 plus in 60 Ländern. Keine Aufzeichnung von Nutzerdaten. NordVPN schützt Daten auf Reisen und in der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel am Flughafen. So, es kam, wie es kommen musste. Ich habe meinen Flug verpasst. Verpiss dich, du! NordVPN bietet einen 24/7 Hallo? Kundenservice, Live-Chat. NordVPN ist risikofrei. Ihr habt daheim 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Geil. Hol dir jetzt NordVPN mit 70% Rabatt für nur 3,11 Euro im Monat. So blöd kann keiner sein. Plus einen kostenfreien Monat geschenkt. http://nordvpn.com/Sascha. Code Sascha. Mein RTL. Was? Also wer hier nicht zuschlägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ist groß, dünn, raucht und schläft draußen. Ja, das bin wohl ich. Mehr Anzeigen. Sascha im Angelcamp. Da eine Pfeife rauchen. Bester Schlafplatz. Videoinhalt. 1% Sascha. Hi. 1% Kommentare. 102% Ventilator. Ich finde, Sascha sollte dieses Produkt als Merchandise zu releasen. Ich glaube, danach war Sascha Multimilliardär. Ganz schön kalt geworden jetzt, oder? Haben heute im Sportunterricht Bowling gespielt. Mehr Anzeigen. Hätte dich gut für einen Strike brauchen können. Mit Strikes kenne ich mich aus. Ich gucke das Video. Also ich würde mir einen Sascha Hellinger Ventilator kaufen. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich würde ihn mir ziehen. Für Datenvolumen im Bus. Sascha, 1 Minute gar nichts. Hä, 1 Minute Ventilator heißt doch nicht gar nichts.
Ich wusste schon. Aber ich wäre auch, hätte ich es nicht gewusst, wäre ich auch nicht drauf reingefallen. Weil der Effekt, wie er es gemacht hat, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Aber ich hätte es erkannt. Ich hätte es erkannt, dass es nicht der wahre YouTube-Leckt-Effekt ist. Weißt du, wie ich meine? Ich hätte es direkt erkannt, auch wenn er es mir nicht davor gesagt hätte. Ich hätte es erkannt. Ich hätte es erkannt. Ja, nee, nichts kappern, nichts, das hat nichts, nee, ich hätte es wirklich erkannt. Sorry, hatte kurz Internetprobleme. Ich fühle die Kälte der Luft des Ventilators, ich friere. Mehr Anzeigen? Mach den Heizlüfter an! Oh, da sehe ich das nächste Produkt für Sascha. Den Heizlüfter für den Winter. Der Sascha Hellinger Heizlüfter, ich würde ihn mir kaufen. Und bin Kati Sophie, bin leider darauf reingefallen, Real Talk. Herr Kati Sophie, ganz ehrlich, bei dir ist auch Hopfen und Malz verloren. Besser? Ja, denke schon. Das Angelcamp war doch nur ein Vorwand, um Memes für die nächsten 5 Jahre zu generieren. Wie kommst du denn darauf? Achso, nee, ich hab noch. Ich hab noch. Was? Wo ist denn hier? Er will eine Zigarette machen. Ich wünsche euch allen, dass euer Kopfkissen von beiden Seiten kalt ist. Okay, danke. Monte, steht auf Regie. Alter, kaltes Kopfkissen ist wirklich sehr, sehr nice. Sehr, 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 sehr nice. Also, jedes Mal, wenn ich so im Bett lieg und so mein Kopfkissen hab und drauf lieg und so denk, oh, übel unschuldig gerade und es umdrehe und ich merke, oh, eine kühle Seite ist wirklich. Das ist wirklich sehr gut. Tina, Knossi, steht auf Claudia. Sascha, mehr Anzeigen. Steht auf seine imaginäre Freundin. Ja, genau. Ey, wenn es weiter... Ich glaube, Sascha wird bald ein Video mit seiner Freundin rausbringen. Es wird sehr, sehr lustig dann. So geht, rede ich mir irgendwann mal ein, dass ich wirklich keine Freundin habe. Ich habe eine Freundin. Lüge. Warum stolpert man zwischen der Schweiz und Österreich? Mehr Anzeigen. Da Liechtenstein. Raus! Scheiß Studentenhumor. Und es fragen sich alle. Mehr Anzeigen. Und ich habe die Besteuerung gerade schon gefeiert. An der Stelle bin ich auch mal wieder komplett raus. Danke NordVPN für die Kooperation. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Oh ja. Aber gut, Digga, dass mal ein paar Lobbys am Lecken sind, eine Leggy lobt. Ja, nice. Muss ich auf jeden Fall sagen, ja, geringe Grüße raus an Jan Hascher Sellinger für dieses absolut legendäre Video. Wieder mal wirklich ein sehr, sehr gutes Video gewesen. Egal. Oh, Alter, was habe ich mir denn hier gerade für ein Video gegeben? Alter, cheesy, Mann, was war denn das für ein Video, Alter? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Daumen einfach ein Video nach oben da, Freunde. Abonniert diesen Rotzkanal, denn cheesy lädt nur Müll hoch.